Sie planen einen Tag im Phantasialand, haben Kinder und Familie, wissen aber nicht, welche Attraktionen für ihre Kinder geeignet sind. Kein Problem, in diesem Informationsvideo von ParkTube bringe ich Ihnen die Attraktion für Kinder näher. Ihr Kind wollte immer schon mal Pilot spielen? Dies ist kein Problem, und zwar bei der Bowles Flugschule, die sich in Berlin befindet. Hier kann Ihr Kind schon ab 90 cm mit Begleitung und ab 1 Meter ohne Begleitung in die Lüfte steigen. Ebenfalls in der Nähe befindet sich das Bowles Riesenrad. Hier kann sich Ihr Kind entspannt in die Gondel setzen und auf 2,50 Meter steigen. Das Ganze ist schon ab einer Körpergröße von 90 cm ohne Begleitung möglich. Alles darunter müssen leider die Eltern mitfahren. Genau zwischen Bowles Riesenrad und Bowles Flugschule befindet sich das Dampfkarussell. Hier kann Ihr Kind ab einer Körpergröße von 1,10 Meter ohne Begleitung durch die Gegend reiten. Unter 1,10 Meter wird eine Begleitperson bevorzugt. Aber keine Sorge, diese Fahrt ist wirklich entspannt und lohnt sich wirklich. Schräg gegenüber vom Dampfkarussell finden Sie den Family Service, außerdem die Erste-Hilfe-Station sowie der Wickelraum für kleine Zwischenfälle. Ebenfalls in Berlin finden Sie das verrückte Hotel Tartüff. Hier kann Ihr Kind ab einer Körpergröße von 1 Meter mit Begleitperson durch ein Funhaus laufen. Ein Funhaus der Extraklasse. In der Show Museum, eine Nacht im Museum, erwachten die Ausstellungsstücke mit fantastischer Artistik und Tanz zum Leben und halten die Nachtwächter nach Herzenslust auf Trab. Ein besonderes Filmvergnügen, Pirates in 4D, katapultiert sie mitten hinein ins Abenteuer unter der Totenkopfflagge. Begeben Sie sich gemeinsam mit Comedy-Legende Leslie Nielsen an Bord auf eine höchst turbulente Schatzsuche. Genau im Herzen vom Kaiserplatz, im Themenbereich Berlin, befindet sich der Wellenflug. Hier kann Ihr Kind ab einer Körpergröße von 1 Meter mit Ihnen gemeinsam das Kettenkarussell besteigen und in luftige Höhen steigen. Vorsicht, hier könnten Ihre Füße etwas nass werden. Links vom Wellenflug befindet sich Mauseschokolade. Ziel in dieser Attraktion ist es, mit kleinen Spritztüten Mäuse abschießen. Ja, ganz genau, in diesem interaktiven Dark Ride. Die Mindestgröße beträgt 90 cm
und zwischen 90 cm und 1,20 m ist eine Mitfahrt nur mit Begleitung eines Erwachsenen erlaubt. Vorsicht, die Mäuse schmeißen auch zurück. Ab und zu befindet sich auf dem Kaiserplatz auch eine Kinderschminkstation. Hier können Sie Ihrem Kind ein Spider-Man-Gesicht zaubern lassen oder Blümchen im Gesicht wachsen lassen. Alles ist möglich und zwar kostenfrei. Verlassen wir den Themenbereich Berlin und fahren fort mit Fantasy. In Oktoberwusi kann Ihr Kind an warmen Sommertagen planschen und verschiedene Wasserspiele aktivieren. Direkt dahinter Finis Mitschmatschspaß. Hier kann Ihr Kind, wenn es mag, Sandburgen bauen und sich im großen Sandkasten austoben. Der lustige Papagei. Hier ist eine Mitfahrt von 90 cm ohne Begleitperson möglich. Fahrt nach oben und nach unten. Dies ist der lustige Papageienspaß. Direkt daneben die fröhliche Bienchenjagd. Dies ist ein Rundfahrgeschäft. Und eine Körpergröße wird von 90 cm empfohlen. Achtung, hier könnte es ein wenig turbulenter werden, bei dem Auf und Ab von den Fröschen. Ebenfalls ein Rundfahrgeschäft ist Wolkes Luftpost. Hier müsst ihr kräftig in die Pedalen treten, um in lüftige Höhen zu steigen. Das Ganze ist empfohlen ab einer Körpergröße von 1,20 m ohne Begleitperson. Ab 90 cm mit Begleitperson empfohlen. Sie möchten sich einen Überblick über den Fantasy-Bereich erhaschen und zugleich eine entspannte Fahrt genießen? Kein Problem. Dies ist im Wirbeling Express möglich. Ab einer Körpergröße von 90 cm mit Begleitung und ab einer Körpergröße von 1,20 m ist auch eine Fahrt ohne Eltern möglich. Ja, im Fantasy-Bereich können Sie sogar Tretboot fahren. Ziehen Sie Ihrem Kind eine Schwimmweste an und treten Sie los. Doch Vorsicht, manchmal kommen ihnen richtige Enten entgegen. Hoch nach oben zu den gefliederten Freunden der Woos ziehen sie sich in Wirths Taubenturm. Dort angekommen drehen sich die Sitze einmal komplett und erlauben den herrlichen Blick auf das Woostal und Baumbergen. Und falls die Puste ausgeht, gibt es eine kleine Unterstützung. Hinweis, für die Kinder gilt eine Mindestgröße von 1 Meter.
kommen wir jetzt zum Indoor-Bereich von Woostown. Und zwar das Woostown Kinderland. Der große Indoor-Spielspaß mit vielen einzigartigen Attraktionen für die ganz kleinen Gäste. Bumper Klumpen. In der Mitte des Woostown Kinderlands befindet sich der lustige Autoscooter für die Kleinen. Hier dürfen sie sich ans Steuer setzen und durch die Gegend düsen. Volle Fahrt voraus, ganz ohne die lästigen Verkehrsregeln. Hinweis, für Kinder gilt eine Mindestgröße von 1 Meter und eine Maximalgröße von 1,45 Meter. Wetzel's Duck Washer. In der oberen Etage der riesigen Woostown Halle verbirgt sich dieses kleine Rundfahrgeschäft. Die süßen Teetassen versprechen einen großen Drehspaß für die Kleinsten. Unter 1 Meter ist eine Mitfahrt nur mit Begleitung eines Erwachsenen erlaubt. Whoopies Wabi Whipper. Der freie Fall für die Jüngsten. Von 1 Meter bis 1,45 Meter. Im Mini-Freifallturm geht's hinab. Der Tittle-Tattle-Tree erhebt sich im Zentrum von Woostown. Er ist der Treffpunkt der Woos, wo sie zum ausgiebigen Quatschen zusammenkommen. Überwinden sie zusammen mit den friedlichen Völkern die Schwerkraft und gleiten sie in den Gondeln in die Höhe, hinauf und hinab. Für Kinder unter 1,10 Meter ist eine Mitfahrt nur in Begleitung eines Erwachsenen erlaubt. Die Hollywood Tour. Die spannende Flussfahrt lässt sie mit den Größen der Traumfabrik Hollywood auf Tuchfühlung gehen. Unter 1,30 Meter ist eine Mitfahrt nur in Begleitung eines Erwachsenen erlaubt. Temple of the Nighthawk. Fahren Sie in der längsten Dunkelachterbahn Europas durch die Finsternis. Mindestgröße 1 Meter. Zwischen 1 Meter und 1,20 Meter ist eine Mitfahrt nur in Begleitung eines Erwachsenen erlaubt. Baumberger Irrgarten. Inmitten des Irrgartens am Wurmwaschplatz wird nach Futter für die Vogelbabys gesucht, denn die müssen von den Woos versorgt werden. Sie können sie dabei tatkräftig unterstützen. Vakubato, steigen Sie ins Patrouillenboot der Wasserwoos und erleben Sie mit der interaktiven Wasserattraktion das große Abenteuer auf dem Mondsee. Unter 1,20 Meter ist eine Mitfahrt nur in Begleitung eines Erwachsenen erlaubt. Wir betreten jetzt den Themenbereich Mexiko. Besteigen Sie die Colorado Adventure und rasen Sie mit dem Mine Train durch Steilkurven, Felsen und Schluchten. Halten Sie sich gut fest, bis Sie wieder den Bahnhof erreichen. Die Mitfahrt ist schon ab einer Körpergröße von 1 Meter erlaubt. Zwischen 1 Meter und 1,20 Meter muss eine erwachsene Begleitperson mitfahren. Tikal. Rasant abwärts geht's mit den beiden Freifalltürmen. Eine Mindestgröße von 1 Meter ist vorgesehen und zwischen 1 Meter und 1,20 Meter ist eine Mitfahrt nur in Begleitung eines Erwachsenen erlaubt. Wir betreten jetzt den Themenbereich China. Die Geister-Rikscha. Tauchen Sie in eine geheimnisvolle Welt der chinesischen Mythologie. Wundersame Geschöpfe treiben hier ihr Unwesen und lehren Sie das Gruseln. Unheimlich schön, im wahrsten Sinne des Wortes. Für Kinder unter 1,30 Meter ist eine Mitfahrt nur in Begleitung eines Erwachsenen möglich. Fengju Palace. Es erwartet Sie eine Geschichte, in der Gut und Böse gegeneinander antreten. Diese chinesische Saga im Madhouse wird auch Ihre Sinne verwirren, denn alles Vertraute wird auf den Kopf gestellt. Seien Sie gespannt auf einen Wettstreit um die Liebe, der Sie überraschen wird. Für Kinder unter 1,20 Meter ist eine Nutzung nur in Begleitung eines Erwachsenen möglich. Nun haben Sie einen kleinen Überblick über das Phantasialand zu den verschiedenen Kinderattraktionen.
In meinen Augen bietet das Phantasialand sehr viel Abwechslung für die Kinder und ist einen Besuch wert. Ich hoffe, ich konnte Sie mit diesem Video überzeugen, das Phantasialand zu besuchen. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und hoffe, Sie schauen öfter mal rein. Ihr ParkTube-Team.